Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die besten Settings und die besten Keybinds in Season 2 zeigen. Dazu müsst ihr natürlich wissen, dass das Ganze auf mein System abgestimmt ist. Das heißt, einmal auf Maus und Keyboard natürlich die ganzen Keybinds. Und sind natürlich die ganzen grafischen Einstellungen auf mein System abgestimmt. Das heißt, eventuell können das bei euch nicht ganz so gut funktionieren. Allerdings sollte das so ungefähr bei den meisten tatsächlich funktionieren. Und ich werde euch auch zeigen, was ihr dann insbesondere verändern solltet. Wenn ihr auch direkt zum Keybind oder direkt zum Setting-Part springen wollt, dann klickt einmal unten in der Wiedergabeleiste auf die einzelnen Balken. Dann könnt ihr immer direkt zu den einzelnen Kapiteln springen. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Funktion. Wenn euch Videos hier natürlich auf den Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und es fehlen, glaube ich, auch noch 32 Abonnenten bis 10.000. Wäre auf jeden Fall super nice. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem YouTube-Channel vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams zu verpassen. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt dann die ganzen Settings ein. Zu den Keybinds kommen wir dann später. Als erstes, das Wichtigste ist eigentlich, man sollte immer versuchen, im Vollbild zu spielen. Außer wenn man Streamer ist und nur einen einzigen Bildschirm hat, dann kann man auch Vollbild im Fenster spielen. Aber auf Vollbild hat man einfach die stabilsten und die meisten FPS. Deshalb das auf jeden Fall empfehlenswert. Grenzwert der Bildfrequenz ist komplett komplett egal eigentlich. Könnt ihr einstellen, je nachdem wie ihr es wollt. Dann könnt ihr hier die Helligkeit anpassen und müsst ihr alle bei eurem System abstimmen. Ich habe es einfach auf den Standardwerten gelassen, genauso wie Kontrast. Das ist dann eben halt nur der Kontrast tatsächlich vom Menü, also ändert im Game tatsächlich nichts. Modus für Farbenblinde ist irrelevant, könnt ihr anmachen. Wenn es euch besser gefällt, könnt ihr ausmachen. Wenn es euch eigentlich egal ist, wie das Game aussieht, beziehungsweise so hat man eben halt die klassischen Farben und man hat keinen Vorteil tatsächlich mehr, um in die Zone reinzuschauen, da die so oder so transparent ist. Deshalb macht das keinen Unterschied. Da man den Qualitätseinstellungen sollte man natürlich angepasst machen, nicht alles einfach auf episch machen. 3D-Auflösung habe ich normalerweise tatsächlich auf 75%, eben halt nur in den Shop-Videos nicht. Da ist dann so, ist das eben halt die Skins total verpixelt sind. Deshalb habe ich das da immer nicht, aber normalerweise während des Zockens mache ich immer 75%. Da ich nämlich auf einem WQHD-Monitor spiele, sind es mit 75% dann wieder so viele Pixel wie auf Full HD. Wenn ihr so Full HD spielt, könnt ihr es auch eventuell ein bisschen runterstellen, wenn ihr mehr FPS haben wollt. Müsst ihr mal selbst ausprobieren, weil es dann natürlich auch irgendwann schon sehr, sehr verpixelt wird und man sonst kaum was mehr sehen kann. Deshalb da müsst ihr dann einmal schauen, was für euch denn so gut passt. Betrachtungsdistanz habe ich auf episch, so kann man einfach am weitesten schauen. Spieler werden natürlich immer auf die gleiche Range angezeigt, allerdings Gebäude ist dann manchmal nervig, wenn die dann nicht laden in hoher Distanz. Deshalb habe ich das auf episch. Schatten sollte man immer aushaben. Anti-Aliasing ist auf dem Mittel tatsächlich eine sehr, sehr gute Einstellung, da sonst die Kanten immer etwas flimmern und man weiß nicht, schaut der Gegner jetzt wirklich mit dem Kopf über die Kante heraus oder eben halt nicht. Ist tatsächlich ganz hilfreich, wenn man das auf Mittel hat. Auf episch oder hoch braucht man das eigentlich gar nicht stellen. Da hat man keinen Vorteil. Texturen episch finde ich einfach schöner. Außerdem habe ich so auch die besten FPS-Werte tatsächlich. Dann Effekte auf Mittel und Post-Processing auf Mittel. Gerade Post-Processing ist relativ praktisch, wenn man eine nicht so gute CPU hat. Zumindest habe ich so bei mir festgestellt, da wenn ich auf Post-Processing niedrig habe, ich tatsächlich weniger und instabilere FPS habe, als wenn ich es auf Mittel habe. Deshalb müsst ihr da mal rumschauen. Ich würde es aber, wenn überhaupt, nur auf niedrig oder auf Mittel machen. Da müsst ihr mal schauen, wie es auf eurem System läuft. Pausing natürlich aus. Es muss dann, wenn überhaupt, über die Grafikkarten und Bildschirmsoftware machen. Allerdings nicht im Game. Bewegungsunschärfe natürlich auch aus. Bildfrequenz anzeigen könnt ihr machen. DirectX Version müsst ihr einmal ausprobieren, was besser läuft. DirectX 12 oder DirectX 11. Könnt ihr auch immer nach einem Update immer wieder ausprobieren oder gerade bei einem neuen Season-Start, wie es dann läuft, weil es da immer wieder neue Updates gibt und müsst ihr ausprobieren, ob's, was dann bei euch besser läuft, was stabiler läuft und kann man jetzt keine Empfehlung tatsächlich für sagen. Normalerweise sollte allerdings DirectX 12 natürlich besser sein. Multithreaded Rendering müsste bei den meisten tatsächlich auch einen Performance-Boost geben. Gerade eben halt Multikern-CPUs, dadurch eben halt hauptsächlich die CPUs von AMD werden extrem dadurch profitieren. Allerdings auch Intel-CPUs müsst ihr auch mal ausprobieren, wie das Ganze läuft. Auf den meisten sollte man auf jeden Fall einen Performance-Boost erleben. Deshalb sehr, sehr gut, wenn man das auf jeden Fall anhat.
Dann kommen wir mal zum nächsten Tab hier. Einmal die generellen Einstellungen. Hier habe ich einmal Sprinten umschalten an. Ist allerdings irrelevant, weil ich so oder so nie Endsprinte, da ich standardmäßig Sprinten anhabe. Sollte jeder auch anhaben. Ist nervig, wenn man dauerhaft immer eine Taste haben hat, wo man dann eben halt mit sprintet. Deshalb so auf jeden Fall deutlich entspannter. Sprintbericht nachladen ab habe ich aus, weil es einfach nervig ist, wenn man dann läuft, dadurch, dass man standardmäßig sprintet, sprintet man ja dann direkt und dann bricht es immer direkt beim Laufen ab und das ist dann eben halt einfach nervig. Türen automatisch öffnen ist relativ praktisch, wenn man sich nämlich einmal veredited, dann öffnet sich das eben halt automatisch, das ist relativ praktisch und wenn man in der Luft ist und auf dem Haus, auf eine Haustür direkt zufliegt, dann öffnet die sich auch deutlich schneller als das, was man eigentlich mit der, ja, mechanisch machen kann, deshalb auch sehr, sehr praktisch. Zum Wechsel mit Waffe am Boden halten aus, Zielen umschalten natürlich auch aus. Während des Zielens Gefahren markieren, finde ich besser, wenn es an ist. Waffen automatisch aufnehmen aus. Ist sonst nervig, wenn dauerhaft wieder irgendwelche Schmutzwaffen reinkommen. Verbrauchsgegenstand rechts einsortieren. Ist eigentlich relativ praktisch, weil ich eben halt das bei den Keybinds so eingestellt habe, dass ich eben halt immer die Verbrauchsgegenstände auf dem letzten Slot haben will. Und dann ist das nicht auf meinem Pumpgun-Slot drauf. Ist so auf jeden Fall deutlich besser. Gebäudewahl zurücksetzen natürlich an. Turbobau so oder so an. Ist ja eigentlich so das Wichtigste, was man überhaupt in Fortnite haben kann. Bearbeitung beim Loslassen bestätigen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Setting, denn so kann man um einiges schneller tatsächlich bearbeiten, als wenn man das aus hat, weil man eben halt sonst noch immer eine Taste, also wie zum Beispiel ich, müsste dann eben halt E drücken, um es zu bearbeiten, dann einmal bearbeiten und dann müsste ich nochmal E drücken, damit es tatsächlich bestätigt wird. Und so muss man zum Beispiel nur einmal E drücken und bearbeiten und dann ist es direkt fertig, sobald dann die Maustaste loslässt. Ist sehr, sehr praktisch. Das andere ist eigentlich tatsächlich nicht so wichtig. Entweder Highlights ausmachen, da das einfach Performance zieht, kann man natürlich auch anmachen, wenn man unbedingt die haben will. Allerdings, eigentlich eher irrelevant. Wiederholung auch irrelevant. Für mich eben halt als Content Creator ist es relativ praktisch, wenn ich das immer anhabe. Deshalb habe ich es auch an. Dann hier beim HUD-Option solltet ihr eigentlich alles anhaben, außer Verbindungsstatistik. Das braucht ihr natürlich nicht, machen allerdings trotzdem die meisten. Ist ja eigentlich auch immer relativ nice, wenn man das tatsächlich hat. HUD-Größe müsst ihr ausprobieren, je nachdem, wie groß dann euer Bildschirm auch alleine ist. Wenn ihr auf einem großen Fernseher spielt, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ihr auf einem Monitor spielt. Ich habe 85% als relativ gutes Setting herausgefunden. Das Wichtige ist eben halt, dass man alles gut sehen kann. Minimap, Inventar, Munitionsanzeige und so. Ist eigentlich immer relativ praktisch. Dann hier natürlich als nächstes meine Mausempfindlichkeit. Ist bei jedem anders. Müsst ihr schauen, je nachdem wie gut es ist. Ich spiele, wie es bei euch passt. Ich spiele tatsächlich auf einer relativ starken Hisense. Da ich auf 800 dpi auf der Maus spiele und auf 14% X- und Y-Achse. Was, wenn man das multipliziert, eine 112er IDPI ergibt das eben halt immer DPI mal Ingame-Wert, was eben halt hier dann die 14% sind. Beispielsweise Mr. Savage und Benji Fische spielen, glaube ich, beide auf 120% und Mongral spielt, glaube ich, beziehungsweise auf 120er IDPI und Mongral spielt, glaube ich, auf 45er oder 50er IDPI, irgendetwas in dem Dreh. Und ich bin da eben halt eher bei Mr. Savage und Benji auf dieser Hisense eher. Viel höher wäre ich allerdings nicht gegangen, weil sonst irgendwas Aim zu schlecht wird. 33,3% finde ich sehr, sehr entspannt. Ist dann eben halt genau ein Drittel der normalen Empfindlichkeit. Ich finde, man sollte das nicht zu stark von der normalen X- und Y-Achsenempfindlichkeit abändern, da man sonst dann beim Zielen dann komplett langsam ist, kommt man manchmal raus, deshalb finde ich es so entspannter. Das ist auf jeden Fall so viel dazu. Wie gesagt, Controller schauen kann ich nicht so sagen, weil ich eben halt noch nie Controller gespielt habe. Ton ist auch irrelevant. Natürlich Soundeffekte solltet ihr so haben, dass es das, dass ihr alles hören könnt, allerdings hat man das meistens hier so oder so schon. Ich würde sagen, wir kommen dann noch als nächstes zu den Tastatursteuerungen. Hier natürlich einmal relativ viel Standard und ihr müsst auch wissen, dass ich meine Tastatur um 45 Grad angewinkelt habe. Normalerweise, wenn ich hier auf dich meine Maus sehen könnte, hat man ja die Tastatur so und dann daneben irgendwie die Maus. Ich habe immer die Tastatur so und dann hier die Maus, also ganz normal eigentlich die Maus, aber eben halt so die Tastatur dann. Ganz einfach deswegen, weil man so mehr Platz zum einen mit der Maus hat, außerdem kommt man zu vielen Tasten leichter hin. Das heißt, wenn ihr auf einer ganz normalen geraden Tastatur, auf einer horizontalen
oder die Tastatur horizontal hinlegt, dann werdet ihr natürlich manche Tasten nicht ganz gut treffen können. Deshalb nur so einmal als kurze Anmerkung. Auf jeden Fall hier einmal Standard WASD natürlich für die ganzen Bewegungssachen. Springen, Leertaste, ganz klasse. Sprinten habe ich, wie gesagt, kein Keybind dafür. Weil man so oder so immer sprinten will eigentlich. Automatisch Rennen habe ich auf diesem Dach, das ist über Tab, also so zwischen 1 und Tab. Kommt man eigentlich ganz gut hin, braucht man ab und zu immer, allerdings nicht zu häufig, dadurch auf jeden Fall eine relativ gute Taste. Dann Ducken habe ich auf Linkssteuerung, kommt man sehr, sehr easy tatsächlich hin, wenn man es auf 45 Grad hat. Normalerweise kommt man da, glaube ich, nicht ganz so gut hin, ist dann vielleicht nicht die beste Taste für Ducken. Allerdings kommt man so auf jeden Fall sehr, sehr in einer sehr, sehr entspannten Position auch darauf, weshalb ich das als sehr, sehr gut empfinde, dort auf jeden Fall das drauf zu haben. Ganz wichtig bei Keybinds ist auch immer, dass man nicht zu viele Taste verschiedene Fähigkeiten auf einem Finger hat. Also man sollte zum Beispiel nicht gleichzeitig Wand, Boden und Treppe auf dem Zeigefinger haben, also auf Tasten, die man da mit dem Zeigefinger benutzt. Daraus sollte man immer achten. Auf jeden Fall habe ich hier einmal Feuer, linke Maustaste, anvisieren, rechte Maustaste, ganz typisch. Nachladen, dann auf R kommt man relativ easy hin, braucht man häufig, deshalb das ist das auf jeden Fall ganz gut. Benutzen habe ich dann Mausrad hoch. Das ist relativ praktisch, wenn man irgendwie gerade in einer hektischen Situation ist und alle Munition aufsammeln will, alle Mats, dann kann man eben halt einmal das Mausrad richtig schön durchscrollen und dann sammelt man eben halt richtig viel auf. Außerdem kann man so da wirklich schnell hinkommen und gleichzeitig eben halt die Maus bewegen und dabei alles einsammeln. Ist deshalb schon ein sehr, sehr praktischer Keybind. Erntewerkzeug habe ich dann auf F, kommt man auch sehr, sehr, sehr schnell und easy hin. Ist auf jeden Fall auch ganz nice. Waffenslot 1 ist meine AR, deshalb brauche ich die nicht ganz häufig. Dann habe ich die mit auf 1 gelegt. Waffenslot 2 ist dann meine Shotgun, ist auf Q, also im Prinzip die nächste Taste. Also Q und E sind ja eigentlich die Haupttasten neben WASD, die man immer richtig häufig und richtig gut benutzen kann. Deshalb da auf jeden Fall meine Pumpgun, weil das immer ganz, ganz wichtig ist, sie schnell rauszücken zu können. Waffenslot 3 ist dann meine SMG oder meine Drittwaffe generell. Das habe ich dann auf 3, kommt man jetzt auch nicht so gut hin, also ähnlich jemand wie bei der 1, ist aber trotzdem noch so, dass man relativ schnell da tatsächlich hinkommen kann und gerade wenn man auf von der Pumpgun auf eine SMG wechseln kann oder will mit Q und 3 geht es eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. Waffenslot 4 ist ja meistens Heal tatsächlich, da habe ich dann eine 4, komme noch ganz gut hin, ist nicht zu weit weg und Waffenslot 5 ist dann die 2, da habe ich nämlich auf jeden Fall Heal, da muss man sich so oder so immer hinsetzen, da muss man nicht auf W bleiben, deshalb da auf jeden Fall ein relativ praktischer Keybind, wie ich finde. Dann wären es bei uns Ducken, natürlich die ganz normale Duckentaste, sollte man immer drin haben. Eine Wand ist Maus-Daumen-Taste 2, also die hintere müsste es glaube ich sein, also die weiter vorne an der Maus ist. Ich hoffe, das ist die richtige, ich weiß gar nicht. Doch, genau. Die Taste ist das. Ich weiß es immer gar nicht so, wenn man Maus-Daumen-Taste 2 und 1 hat, was das immer genau ist. Intuitiv macht man es natürlich richtig, ja, dass immer die ganz vorne an der Maus ist. Da habe ich die Wand. Und dann die Treppe auf der hinteren. Dadurch kann man sich eben halt relativ schnell immer eintörteln. Wand und Treppe sind generell immer sehr, sehr wichtig. Deshalb auch eben halt auf der Maus, weil man dort keine weiteren Belegungen eigentlich drauf hat. Und da muss eben halt der Daumen tatsächlich nur diese beiden Sachen machen, weshalb das tatsächlich sehr, sehr nice ist. Dann haben wir zunächst natürlich noch den Boden, das ist C. Da kommen wir mal wieder zum Thema, dass man das auf 45 Grad haben sollte, denn sonst kommt man nicht wirklich gut auf C. Das macht man natürlich auch mit dem Daumen. Deshalb normalerweise kommt man sonst sehr häufig auf die Leertaste anstatt auf C. Aber wenn man die angewinkelt hat, kommt man relativ gut auf C. Ist eine sehr, sehr entspannte Taste tatsächlich. Dafür finde ich auf jeden Fall, so wie ich zumindest die Tastatur liegen habe, sehr, sehr gut. Dann das Dach habe ich auf der linken Umschalttaste, also Shift, kommt man auch immer sehr, sehr gut hin, ist jemand über Steuerung, man muss sich eigentlich nie ducken und ein Dach setzen gleichzeitig, notfalls würde das tatsächlich trotzdem noch gehen und man macht sonst immer nichts mit dem kleinen Finger, deshalb auch relativ praktisch das da zu haben. Falle ist ja zurzeit relativ irrelevant tatsächlich, habe ich aber V, ist jemand direkt neben C, sonst muss eben halt mein Daumen nur noch die Karte machen, Leertaste und die beiden Sachen. Braucht man jetzt alles außer eben halt Springen nicht so häufig, deshalb eigentlich relativ praktisch. Dann haben wir als nächstes noch Gebäude platzieren, linke Maustaste natürlich. Bei Reparieren und Aufrüsten braucht man relativ selten, habe ich auf 5, sodass man auch noch hinkommt. Gebäude drehen, G, auch relativ entspannt dahin zu kommen, braucht man ab und zu mal.
Dann Baumaterial ändern, ganz klassisch auf rechte Maustaste, Gebäude bearbeiten und wie gesagt schon auf E. Und dann noch als zweiten Keybind Mausrad runter. Ist sehr, sehr nice auf jeden Fall mit Mausrad runter, denn wenn man das auch noch bei Bauänderungen zurück macht, dann kann man eben halt Mausrad runter scrollen und dann resettet man eben halt ganz schnell die ganzen Wände. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Feature. Dann aber als nächstes hier noch beim Bearbeiten ducken, immer noch linke Steuerungstaste, sollte man natürlich so haben. Linke Maustaste ist natürlich hier auch bei Gebäudeänderungen ändern. Dann bei Ping habe ich T, kommt man relativ gut hin, braucht man eigentlich auch nicht zu häufig, Mode N. Und gibt es sonst noch irgendetwas Besonderes? Genau, Karte habe ich auf Tab, damit man dort relativ schnell hinkommt. Und Inventar habe ich dann eben halt auf linke Alt-Taste. Kommt man auch sehr, sehr entspannt hin. Deshalb so auf jeden Fall ganz gut. Dann noch zu Boden gegangen, Spieler tragen Y und X, dass man nicht aus Versehen darauf kommt. Und dann ansonsten hat man immer noch die Möglichkeit, da tatsächlich drauf zu kommen. Allerdings braucht man es nur sehr, sehr selten. Objekt tragen und umrüsten habe ich dann nochmal auf X. Ist eigentlich relativ entspannt, wie gesagt, dahin zu kommen. Und braucht man immer nicht so häufig. Der Rest ist irrelevant. Außer vielleicht noch das Boot. Wenn ich das hier finde, wo ist es? Da genau, Motorboot. Boost habe ich auf Leertaste, damit ich es einfach auf allen einheitlich habe. Schießen linke Maustaste. Zielerfassung rechte Maustaste. Verlassen E und Steuerung. Sitzplatz wechseln linke Steuerung. Das waren dann soweit die ganzen Keybinds. War heute tatsächlich mal ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.